Nora? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ja. Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Im Prinzip kann er ja nichts für. Resigniert. Du hattest keine Kontrolle. Einfühlsam. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber... irgendwie schon. Hä? Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Richtig so. Du lässt mich jetzt rein hier, Chris. Hör auf, ich weiß, dass ihr hier seid. Wer? Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast einen gebissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Auffangen. Das sage ich nicht. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was er jetzt? War das. Du kannst sie nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt der das. Der Wanderer und dann der verdammte Journalist. Verdammt, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Deswegen wollte er auch so eilig weg. Max! Ja. Ah. Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max. Chris Hackett. Hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Niemand. Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Wir wissen nicht, ob das die Quelle ist. Eigentlich. Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe... und töte Chris Hackett. Deswegen. Hey, hey! Die Waffe. Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Ich ahne was. Miss. Ich hoffe einfach, das war die richtige Entscheidung. Aber sicher bin ich mir nicht. Krieg gewählt.
Ist das wirklich die Quelle oder wurde er auch einfach nur gebissen von jemand anderem? Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Ich hoffe auch einfach, dass Max bis zum Ende überlebt. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Der wäre noch eine Helfer gewesen für uns später vielleicht. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Chris Higgins... Was ist los? Die Quelle ist... Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Wir haben einen Schlüssel. Was kommt jetzt in diesem Raum? Waffen. Hier ist keiner drin. Sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ja, das sind wir. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Deswegen ist es auch kompliziert. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Wir feiern, wenn es vorbei ist. Hin. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht. Das ergibt doch irgendwie alles Sinn. Wenn Chris Hackett die Quelle ist und es für ihn kompliziert wird, den Fluch zu beenden, weil es sein Bruder ist, ergibt das alles Sinn. Und das Ganze war ja auch einfach und nur eine so Erzählung. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel. War der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Streit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Das ist ein Argument. Herrlich. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Es wird immer verwirrter. Thank you.
Ach man, ey. Aber es wird langsam alles im Shoothaus. Es wird alles klarer. Max? Dann hat Max auch immer angegriffen. Und Jacob. Und Nick? Vielleicht auch. Nee, das war... Max! Ach, keine Ahnung. Ich bin raus. Max! Hallo? Weiterlaufen. Sterben kann sie ja nicht, weil sie erzählt uns ja gerade alles. Los, 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 los. Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Bisswunde verstecken, Bisswunde zeigen. Ja, wir sind... Ja. Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir können sie auch retten. Was kommt jetzt? Gast. Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Langsam wird's mir hier echt zu hoch. Oh Gott, loslassen! Jacob, er lebt noch. Flynn, bitte lassen Sie mich. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte. Bitte. Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es. Ganz sicher. Bitte lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Oh Gott, bitte nicht! Schon zwei, Bobby. Hey! Hey! Hier ist er zumindest in Sicherheit. Hätte bitte gebissen. Hey! Hey! Oh, fuck!
Beste Zelle, die man haben kann. Fühl dich ja nicht beobachtet oder so. Sorry, dass ich gerade so wenig rede, aber ich versuche irgendwie alles erstmal zu verstehen. Na, Ömchen? Ich freue mich stets, dich zu sehen. Ist auf Vergangenes zu schauen nicht dein Spaß? Na, ist ein übler Haufen, oder? Sehen wir uns an, was du gefunden hast? Ja. Eine Karte. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Definitiv. Mehr sehen. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das bisher der richtige Weg war, aber lassen wir's. Kapitel 7 abgeschlossen. Aber mit Kapitel 8 machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe bis hierhin, dass es euch gefallen hat und ihr genauso lost seid wie ich momentan noch. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Other words, please.